Hallo, willkommen zum zweiten Teil des Mighty Morph Power Ranger Kombinationsvideo der ganzen ja, Donnersorts und so. Und so weit war ich bis jetzt eben. Man setzt einfach jetzt weiter hier diese ganzen Sorts erstmal wieder zusammen. Das klappt man hier wieder rein. Runter, dann kann man das hier miteinander verbinden. Er bleibt halt als roter Drache. Wird gleich reingesetzt. Er noch. So, das ist jetzt der Donner Ultrasort. Moment. Muss man hier so reinschieben. Das ist halt der Donner Ultrasort. Halt die Donnersorts mit dieser Plattform auf Tor einfach drauf. Und haben halt eben dann mehr Power. Vorhin der End-Move, also dieser komische Finish-Move oder wie auch immer man den nennen mag, ist in der Serie ziemlich merkwürdig. Und zwar hat eben der rote Drache seinen Stab in Hand, wirbelt ihn wie ein Propeller, wie ein Hubschrauber, dann hebt dieses ganze Gespann eben ab und fällt auf den Gegner runter. Ich sag mal, bei dieser Größe würde es einfach reichen, wenn Thor einfach über ihn rüberlaufen würde. Aber na gut, ist ganz witzig gemacht halt in der Serie. Jetzt kann man halt eben den roten Drachen hier reinstecken. Jetzt habe ich ja hier den Tiger drinne, den Tigersort. Zu Thor, er löst ja halt eben Titanus ab. Aber eben nur für diese Donnersort-Sache. Weil nach den Donnersorts kommt ja der Ninja. Und zu Ninja hatte ich ja schon mal eben meine Sorts gezeigt. Den Ninja-Sort, den Ninja-Falken-Sort und den Shogun-Sort. Und den halt Shogun-Sort mit den Falken und den Ninja-Sort mit den Falken, die kann man halt in Titanus reinstecken und bilden dann halt eben den Ultra-Sort. Hatte ich aber schon kurz erwähnt. So, das war jetzt auch das letzte Mighty Morph Power Ranger Review. Weil bis eben Ninja hießen sie alle, hieß es halt Mighty Morph. Dann kommt ein Schnitt und dann kommt nur noch, heißen sie halt dann nur noch Power Ranger, Zeo Power Ranger, Turbo und so weiter. Okay. Ich hoffe, euch hat dieses Video so halbwegs gefallen. Ich sage Tschüss, bis dann.